So Leute, denkt immer dran, Kescher aufklappen und Köder nass machen, das bringt Glück. Ein trockener Köder kann keinen Fisch fangen. Und das mache ich jetzt. So, und los geht's. Heute wieder unterwegs mit Bartholomäus TV, Philipp und Hannes. Ja, und wir probieren es mal wieder auf die Röhre. Das wird fast zu viel Ein kleiner Hecht. Süß. Oh, ist der niedlich. Ah, den abzuhaken ist echt jetzt eine Kunst, ne? Der so glitschig ist. Oh, ist der drollig. Ah, nicht. Das ist der kleinste Hecht, den ich bis jetzt gefangen habe. Nachwuchs ist auf jeden Fall da. Schön vorsichtig abhaken. Mal gucken, ne? Okay, kleine Maus, gleich wieder rein. Ist der drollig. Ey, guckt euch das mal an, was hier an, wie die alle auseinanderschießen hier. Das ist... Oh. Da, hast du gesehen, Hecht? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Ja. Jo, Hecht. Ja, ein kleiner Hecht. Naja, das wird man nicht frech hier. Petri, Dank. Ja, noch nicht. Oh. Oh, ein guter.
ja, zu wenig Kraft drauf auf die Länge. Richtig geiler Fisch. Jawohl! Petri, Dank. Ja, Leute. Jetzt bin ich nass. Ja, warte mal, ich lasse ihn noch mal kurz. Boah, geil. Zweimal gebissen, ne? Ja, zweimal gebissen. Einmal losgelassen. Ich denke, das gibt's doch nicht. Dann dachte ich erst, es war Kraut. Ja. Ja, aber nö. Sehr geil. Gib sie doch die Hexe. Krasser Fisch, der hat noch richtig Power. Richtig gesprungen auch. Der Sprung war geil, den habe ich auch gesehen. Ich zieh mal Handschuhe an. Ja, sicher, sicher, ne? Der ist ein bisschen spritzig, glaube ich. Oh ja, der hat seine 75. Locker. Ja, gerade schön die Schiffkante angeworfen und kurz danach kam schon der Biss. Ist wieder ausgestiegen und nochmal drauf. Ja, da ist der Fisch. Hat sehr tief gehakt, den gibt's zum Abendbrot. Ja, dann wollen wir ihn mal messen. Oh, den kriege ich hier gar nicht gemessen, der hat ein bisschen mehr. Ja, doch. Vielleicht so 87, 88 wird er haben. Ja, Petri. Petri, Dank. Ja, einen schönen Hecht gefangen. 88 cm auf den Gummi von HB Baits. Ja, hat geliefert. Danke dafür. Ich probiere das noch ein bisschen weiter. Ja, jetzt hat schon mal jeder einen Hecht gefangen. Und wollen mal gucken, dass wir auf jeden Fall noch ein oder zwei kriegen. Abendbrot für morgen ist auf jeden Fall gesichert. Ich habe ihn mitgenommen. Der hat zu tief geschluckt. Und ja, vielleicht kriegen wir auch noch einen Zander. Das wäre mal ganz geil. Barsche hatten wir auch schon. Ja, mal schauen, was noch geht. Bleibt mal dran. Ein schöner Barsch. Echt ein schöner Barsch. Oh. Schöner Barsch, ja. Richtig geile Kirsche. Wir fangen auf dem Chatterbait. Klasse Fisch. So, wir fahren jetzt mal langsam zurück zum Start und sammeln Berti ein. Der muss noch arbeiten, der arme Tropf. Aber ja, ich denke mal, halbe Stunde ist er vielleicht hier. Und ja, dann haben wir Verstärkung, sind zu viert. Und dann wollen wir mal gucken, dass jeder noch einen Fisch ans Band kriegt. Ne? Hier nochmal schön zu sehen, die Bisse vom Hecht. Ja, top. Neuer Köder von HB Baits. Ja, hat mir gut gefallen und gleich Fisch gebracht. So, Taxiunternehmen. Ja. Wollen wir schnell zur Badestelle fahren und Berti einsammeln. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, das geht, ne? Kann man mal ein bisschen entspannen nebenbei. Und der Kapitän hat das alles im Griff. Da kommt Berti gerade aufs Wasser. Der arme Tropf musste noch arbeiten. Aber jetzt geht's los. Berti, Mensch. Danke, grüß. Hallo. Du hast ein bisschen aufzuholen. Wir haben schon vorgelegt. Gab schon ein paar Fische. Ich hoffe, es ist noch ein bisschen was im Tümpel drin. Ja. Und hier wieder knallharte Bisse hier vorne. Ja.
Ich schipper erstmal da schon rüber. Mach das. Moin Berti. Na? Wie war die Arbeit? Gut. So alles, gut wie sie sein kann. Alles für die Arbeit. Schön, dass du da bist. Petri! Ja, danke. Ja, wer spät kommt, kann auch noch Fisch fangen, ne? Das stimmt wohl, ja. Ja, super gehakt. Fisch hat sich nicht verletzt. Der hat aber Bock drauf. Die haben es, die Jungs. Gucken wir erstmal. Ja, nochmal dickes Petri. Das haben wir alles drauf, Berti. Gut. Es wird nicht geschnitten. Hier ist mein Kleiner. Hey. Super gut, weiter geht's. Ja, jetzt gab es einen kleinen Hecht, knapp 60, 61 hat er gehabt, auf einen guten Köder von Predator Baits. Fische ich ganz gerne, gute Aktion, die Gummis. War relativ neu, sieht mittlerweile schon echt gut durchgerockt aus, der Kollege. Hat mir bis jetzt viele Bisse gebracht. Und jetzt den ersten Fisch tatsächlich auch. Und 18 cm, wenn ich mich nicht ganz täusche. Cooles Dekor. Und das Ding fängt. Oh, richtig viele hinterher auch. So, wunderschöner Barsch. Knappe 30 würde er haben. Noch nicht ganz wahrscheinlich, aber schöner Fisch. Ja. Der war wieder zurück. Vielen Dank. Ja, Petri, ne? Ja, danke. Ein recht erfolgreicher Tag geht heute zu Ende. Marc hatte ziemlich recht. So knapp in 90 hat er gehabt, nicht ganz. Schöne Barsche gehabt. Philipp hat gleich zu Anfang auch ein Hecht gehabt. Ich auch. Also haben wir alle einen gefangen. Bei uns dafür. Die haben die weggecatcht und mir keinen übergelassen. Da bin ich schon ein bisschen bockig, muss ich sagen. Ja, ich gebe dir noch mal einen kleinen Kurs. Danke. Wie man du das bist ganze, so gut. Wie man das Ganze macht. Ja, Berti hat sich bereit erklärt zu filmen, die Abmodi zu machen. Danke dafür. Und ja, dann hoffe ich, dass wir bald wieder so zusammenkommen.
war auf jeden Fall eine lustige Runde. Jeder hat Fisch gefangen, jeder hat Hecht gefangen. War sehr geil. Ja, fand ich auch. Jo, oh ja, oh ja. Aber gut ist er trotzdem. Nee, ein Barsch. Den habe ich mir heute verdient. Ich glaube auch. Junge, Junge. Ja, hier schöner Tüdel überall. So, da ist er. Endlich habe ich auch mal einen schönen Barsch. Mal gucken, wie viel er hat. Schöner Barsch.